Willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 2. Ja, wir sind in dem einen Sublevel, in dem man nur mit blauen Pikmin reinkommt. Und das Erste, was wir sehen, ist nichts Tolles, denn da hinten ist Feuer, da ist überall Feuer, hier ist alles, was mit Feuer zu tun hat. Was nicht wirklich sehr toll ist, kann ich dieses fette Schwein vielleicht hier rüber locken? Hallo, ich krieg's dazu, hier rüber zu spucken. Das ist aber nichts Tolles. Vielleicht kann ich einfach Pikmin draufschmeißen und das bringt dann irgendwas. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Und Freunde, in diesem Part habe ich sogar ein paar Sachen, über die ich reden möchte. Das erste ist erstmal vor ein paar Tagen, Moment, so, zack, das war vielleicht nicht so klug. Ich dachte, ich kann das besser timen. Vor ein paar Tagen kam der Captain America 3 Civil War Trailer. Und heilige Scheiße, Freunde. Ich habe gesehen, was ich und ein Haufen anderer Marvel-Fans unbedingt sehen wollten. Wir haben Spider-Man im Marvel Cinematic Universe. Was mega geil ist. Was wirklich ultra geil ist, Freunde. Das, oh mein Gott. Falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, ich werde ihn auf jeden Fall in den Kommentaren, in der Videobeschreibung unten verlinken. Schaut euch diesen Trailer an. Es ist so ein geiles Spiel. So, Moment, bevor ich jetzt hier, Spiel sage ich schon. Es ist, nein, verdammt, das wollte ich nicht. Da habe ich jetzt einmal, oh nein, da habe ich einen Rülpser verschwendet. Ulemo. Es ist so ein geiler Trailer. Ich meine, okay, komm du erstmal hier rein. So, zack. Okay, tschu. Schnell, schnell, schnell. Komm schon, mach den kaputt, mach den kaputt, mach den kaputt. Los, los, los. Oh Gott. Tötet ihn. War das knapp. Okay, so. Der Trailer, Freunde. Es war ein echt cooler Trailer. Man hat da wieder ein bisschen Einblick bekommen. Vielleicht kann man, vielleicht haben sie ein wenig zu viel gezeigt. Aber hey, Freunde, das ist ein Riesenfilm. Da kommt schon noch was Neues dazu. Aber Freunde, das Wichtigste ist, man hat Spider-Man gesehen. Und es ist cool. Okay, das war blöd. Sie sind halt mit einem klassischen Look gegangen. Das ist halt wahrscheinlich das, was Marvel wollte. Weil ich glaube, die durften da auch ein bisschen mitreden. Auch wenn Sony da das meiste Zeug zu sagen hat. Oh Gott. Komm doch mal her, mach mal hier kaputt. Nimm das ganze Zeug mit. Ich glaube, Sony hat da immer noch ein bisschen viel zu sagen. Aber trotzdem, Marvel durfte... Oh Gott. Lauf da weg. Okay. Marvel durfte wahrscheinlich auch ein bisschen mitreden, was diesen neuen Spider-Man-Anzug erklärt. Und ich muss sagen, ich finde ihn cool. Auf den ersten Blick war es halt so, ungewohnt. Aber es ist halt ein klassischer, wow. Es ist der klassische Look, mehr oder weniger. Und das Coole ist halt, oh, verdammt. Das Coole ist halt, die haben jetzt sich bewegende Augen. Was in meinen Augen nicht schlecht ist. Ich meine, Deadpool hat es echt gut vorgemacht. Die müssen da vielleicht ein wenig noch dran arbeiten. Aber was sie da hinbekommen haben, ist schon mal... Ach Gott. Ist schon sehr, sehr gut. Also sehr cool. Nicht gut, sehr cool. Weil jetzt hat zum Beispiel in den älteren Spider-Man-Teilen, wenn Spider-Man mit dir redet, dann hat er halt so diesen steifen Blick die ganze Zeit. Und ja, diesen Einblick. Und es ist halt cool, dass man halt so ein bisschen Emotionen oder halt so Dinge in die Augen einbauen kann. Ich meine, Deadpool hat es ja gut umgesetzt. Man hat da ein bisschen was zum Schauen. So, gib mir mal ein paar Blumenpigmen. Mach da kaputt. Sehr schön. Wir trinken erstmal hier den Nektar. Komm schon. Alle drauf. Alle drauf. Komm, haben alle was? Wow, das war cool. Okay, gut, dann lasse ich das da hinten liegen. Oder? Es sind alle, ja. Sind alle. Wie gesagt, Freunde, ich freue mich wirklich richtig, richtig krass auf den Film. Dauert zwar noch ein paar Monate, nur zwei Monate? Zwei Monate. Vorher kommt Batman vs. Superman, was... Oh Gott, auf den freue ich mich auch so extremst. Was ich da auch sagen muss, Ben Affleck ist irgendwie ein Hammer Bruce Wayne. Ich meine, ganz am Anfang, als angekündigt wurde, ja, Ben Affleck, der neue ist Batman und so Zeugs. Am Anfang war ich etwas enttäuscht, weil einfach... Oh Gott, ich glaube, das ist das, wovor ich schon von Anfang an Angst hatte. Mal schauen, Freunde. Ich beeile mich lieber ein bisschen. Ja, das ist es. Das ist es. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein.
wollen wir echt ein bisschen schnell machen. Komm mal hier hoch. Könnt ihr? Ja, ihr könnt. Komm schon. Geht da alle hin. Trag das Zeug da erstmal weg. Es ist mir sehr wichtig, dass wir das schnell machen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, wie gesagt, am Anfang war ich halt so ein bisschen enttäuscht, dass da Ben Affleck jetzt der neue Batman wird. Einfach nur, weil kein Mensch mag Veränderung. was heißt kein Mensch? Die meisten Menschen mögen keine Veränderung, das ist einfach ein Fakt. Und deswegen ist es zwar ein bisschen so, Ben Affleck, Christian Bale war doch so toll. Aber Freunde, nachdem man das dann so sieht und in den Trailern und so, er ist einfach ein echt cooler Bruce Wayne. Und ich mag den neuen Anzug. Der geht halt auch mehr so ins Klassische. Cooler Konfekt. Okay. Ich habe die ganzen Namen da gerade gar nicht vorgelesen. Die ganzen letzten Namen. So, wohin gehe ich? Ich muss hier lang. Oh. Doofy bringt mir halt genau gar nichts. Weil wir 100 Pikmin haben. Ich habe es erstaunlicherweise geschafft, keine Pikmin zu verlieren. Wenn du jetzt welche frisst, dann wäre das natürlich suboptimal. Aber dem ist nicht so. Sehr schön. Das kriegen wir auch hin. Wie gesagt, sehr, sehr cool. Ich mag es halt, wenn man mehr so ins klassische Comic-Buch-Zeug geht. Okay, kommt ihr alle hier rein? Ja, die meisten. Die anderen lasse ich da halt einfach mal an der Wand stehen. Das ist mir jetzt gerade eh unwichtig. So. Nimmt das Zeug mit. Okay, wir sollten uns jetzt beeilen. Bleibt die Spinne jetzt da oben oder hat die mir hier mein Zeug geklaut? Nein, die bleibt da oben. Sehr schön. Bleiben alle da oben. Was ich begrüße. Kommt die alle her. Kannst du von mir aus behalten? Kannst du von mir aus behalten? Weißt du was? Ja, Olimar, bleib du mal hier. Na, verdammt. Okay, was soll's? Dann beobachten wir hier einfach. Lasst mein Donut in Ruhe. Nein! Hört auf, lasst mein Donut in Ruhe. Okay, nein, 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 kommt mit. Der lässt ihn in Ruhe, sehr schön. Okay, ich bin gerade ein bisschen rausgekommen. Ich weiß nicht mehr, worüber ich geredet habe. Yay! Oh Gott, diese Kekse sind echt super. Ich habe vor kurzem die mal selber gemacht. Freunde, das waren echt super krasse Kissen. Komfortkeks. Ich hätte irgendwie Schachbrett oder so genannt, aber was soll's. Haben die wahrscheinlich auf Hackettate nicht. Ich brauche auf jeden Fall erstmal ein paar. Wir müssen den Ausgang noch öffnen. Okay, aber wie es aussieht, sind wir schnell genug, oder? Macht mal hier auf, Freunde, macht mal hier auf. Kommt ihr hier auch mal lang? Kommt schon, Pikmin. Hier bin ich. Danke. Einer kann da noch helfen. Irgendwie spinnt hier gerade der Cursor ein wenig. Na super. Einen Moment, Freunde. Ich sag's weiter. So, Schokokissen. Echt schön, echt schön, echt schön. Kommt schon hier. Baut da auf. Sehr schön. Und wir können hier weg. Ich glaube, in diesem Sublevel sind böse, böse Sachen. Okay. Ja, was habe ich gerade geredet? Ah ja, Spider-Man. Ich persönlich finde den Anzug eigentlich echt cool. Oh Gott. Strom ist keine gute Sache. Strom ist gar keine gute Sache. Vielleicht, so grausam das klingt, vielleicht wäre es irgendwo sinnvoller gewesen, hätten wir ein paar Pikmin verloren. Weil dann hätten wir von dem Vieh da hinten, das da gerade rumläuft, Punktmin, nenne ich die jetzt einfach mal, bekommen. Da gerade auch noch Frösche. So. Oh boy.
Okay, du stirb mal. Nein! Ah, fuck, warum? Ah. Okay, Tizer, Titzer, whatever. Name? Grübel-Emblem. Emblem. Okay, hör auf. Nein, 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 du kommst da weg, du kommst da weg. Okay, den töten wir auch. Nein! Oh Gott! Kommt da weg, kommt da weg, kommt da weg! Gott, seid ihr denn lebensmüde? Okay, Moment, aber das können wir hinkriegen. Komm, mach kaputt, mach kaputt! Oh Gott, war das knapp. Holy shit, das mache ich nie wieder. Das war gerade echt knapp. Ich habe so auch mal einen Haufen Pikmin verloren. Gebe ich jetzt hier mal offen zu. Hier ist wahrscheinlich anscheinend was drin. Natürlich. Okay, aber er ist sozial, er wartet, bis das Tor unten ist, bevor er hier anfängt zu pusten. So, hier, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ich greife jetzt schon den an, statt da den Schatz mit zu. Nein, sie nehmen den Schatz mit. Okay, aber er ist tot. Schön. Da kommt wahrscheinlich nichts mehr runter? Nee. Okay. Kann das nicht einfach der einzige Schatz gewesen sein? Nein, kann es nicht. Da komme ich raus. Da muss ich auch erstmal aufmachen. Nicht toll, nicht toll. Okay, hey du. Gut, Moment, so, hauen wir den erstmal weg, sehr schön. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, ich komme da gerade immer die ganze Zeit hin und dann springe ich da wieder weg. Auf jeden Fall, der Anzug, ich finde den irgendwie, ich finde den echt cool. Also, der Anzug an sich ist mega cool. Die Augen, man kann da vielleicht ein bisschen dran arbeiten, aber an sich sind sie echt cool gemacht. Und die Idee ist halt cool, ich meine, ja okay, da hat wohl jemand Deadpool geschaut bei dem Entwicklerstudio oder da ein bisschen dran arbeitet. Aber ey, mich stört's nicht. Es war cool. So, ja, springen wir kurz. Und dann machen wir da noch mehr drauf. Oh. Ah, fuck. Drei sind weg. Verdammt. Das war jetzt nicht so toll. Das, meine Freunde, war jetzt nicht so toll. Moment, du lässt meinen Keks in Ruhe, oder? Schade, dass mein Keks noch wohl. Und ihr tragt das Ding in die falsche Richtung. Gott, könnt ihr das nicht sinnvoller tragen? Oh oh. Der ist weg. Fuck. Das kann jetzt gefährlich werden. Oh Gott. Okay, dann müssen wir uns um die hier auch noch kümmern. Tut mir leid, wenn ich gerade etwas ruhig bin. Ich muss mich hier etwas konzentrieren und meine Pikmin nicht alle in den Tod reißen wie sonst immer. Okay, aber der Weg sollte jetzt frei sein. Alles ist gut, Freunde. Tragt ihr auch hier lang? Die sind zum Beispiel klug, oder? Nein, sind sie nicht. Nein, sind sie nicht. Okay, whatever. Hier nimmt man noch ein paar von den Dingern mit. Und das Teil kann auch noch mitkommen. Ich sag, hier nimmt das Teil auch mit. Okay, dann kommt der Rest erstmal mit mir. So, dann soll Chuchu den Rest selber mitbringen, sobald er kann. Wir haben halt ein paar viele Blätter verloren, aber das war's dann erstmal. Mit der Ebene für den Part. Haben wir auch noch fürs nächste Part. Für das nächste Part, ja. Das ist ein Schachbrett. Saftige Matratze. Ja gut, dann halt so. Für den nächsten Part habe ich auch noch etwas, was ich ansprechen möchte. So themamäßig. Okay, kommt ihr alle hierher? Seid ihr klug genug? Halbwegs. Okay, hier macht mal kaputt. Chuchu, bring uns den Rest mit. Wir gehen lieber den sicheren Weg, auch wenn der länger ist. Auch wenn der, obwohl, nein, ist er gar nicht. Und das ist es, Freunde. Ah, oh Gott. Das ist das, bevor ich
seit Anbeginn des Let's Plays in jedem Ding Panik bekommen. Was ist das? Ich kann es mit meinen optischen Rezeptoren zwar wahrnehmen, aber meine Sensoren können es nicht erfassen. Kann es sein, dass seine physische Form in einer anderen Dimension wurzelt? Es anzugreifen ist zwecklos. Wenn wir es nur dazu bringen könnten, seine physische Gestalt anzunehmen. Aber in diesem Zustand... Gefahr, Gefahr, Gefahr. Ja, Freunde, das ist... Ah, Gott, so ein ekelhafter Gegner. Wir sind dem mehr oder weniger einfach ausgeliefert. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ja, macht er kaputt, macht er kaputt. Macht kaputt, warum macht ihr da denn nichts? Kommt schon, ich würde gern euch alle daran haben. Okay, und weg hier. Da, wir können dem Vieh nicht schaden und sobald es einmal über unsere Pikmin rollt, sind die für immer weg. Oh Gott. Dann habe ich da gegen Ende noch ein bisschen Panik bekommen. Aber was soll's, Speichervorgang, Spiel wurde gespeichert. Sublevel 4 und der Part ist erstmal zu Ende, Freunde. Wir landen natürlich noch und pausieren direkt, um hier keine Zeit zu verlieren. Leute, das war's für diesen Part. Mein Name ist Vitas und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.